Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, es ist schön, dass wir heute mit dem Jakobusbrief fortsetzen können. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich etwas wiederholen und einige Gedanken vertiefen, weil es unglaublich wichtig ist. Und zwar, wer kann sich noch erinnern, was waren die Hauptbegriffe, die wir letzte Woche in der Predigt geprägt haben? Hauptsächlich zwei Begriffe versuchte ich zu prägen. Das war einmal war das die Anfechtung, das wiederholen wir gleich in zwei Sätzen. Und die andere Seite waren da die Versuchung, genau. Darum ging es ja auch Jakobus, als er seine Geschwister, seine geistlichen Kinder angeschrieben hat. Jakobus war ja der Gemeindeleiter in Jerusalem und durfte miterleben, wie Hunderte, Jahrtausende zum Glauben gekommen sind. Und jetzt durch die Christenverfolgung waren sie plötzlich zerstreut, überall außerhalb Palästinas, außerhalb von Israel. Und sie lebten dort und entwickelten ihren Glauben, so wie sie es verstanden haben. Die meinten es bestimmt gut, aber Jakobus sah, das sind einige Dinge, die zwischen dem echten Glauben und ihrem Lebensverhalten abweichen. Das heißt also, da passt was nicht. Und er setzt an mit der Anfechtung und Versuchung. Ich möchte es kurz wiederholen und dann einen Gedanken, den ich letzte Woche nicht vertieft habe, möchte ich nochmal vertiefen. Und zwar, wenn wir über Anfechtung und Versuchung sprechen, dann haben wir ja gesagt, aus diesen biblischen Abschnitten, bei der Anfechtung geht es um die Erprobung. Wir müssen einen Test, ein Examen bestehen. Wir müssen uns der Aufgabe stellen. Wir müssen durch dieses Problem hindurch. Und wer rausspringt oder wer absteigt, der lernt seine Lektion nicht. Das ist dann schlecht. Das Ende von der Anfechtung ist immer Reife. Man ist erwachsen geworden. Und so wie die Bibel es sagt, man ist geduldiger geworden. Man ist nicht so hibbelig, man hat nicht Angst, sondern man ist geduldiger geworden. Wiederum bei der Versuchung, die vom Teufel kommt, die Geschwister dort haben gedacht, ja, Versuchung kommt von Gott und Gott steckt hinter der Versuchung. Falsch, sagt Jakobus, ihr irrt, übersetzt Luther, und er sagt, die Versuchung kommt vom Teufel oder sie kommt aus eurem eigenen Herzen. Und das Ende der Versuchung ist immer eure Niederlage, euch geht es schlecht, ihr habt ein schlechtes Gewissen, ihr seid Versager, ihr fühlt euch einfach blöd, ihr habt keine Lust, um geistliche Dienste irgendwo wahrzunehmen. Das ist also das Ende einer Versuchung. Und die Frage stellt sich wirklich sehr, sehr groß und explizit, wie kommen wir da heile durch? Und letztes Mal habe ich das so ein bisschen ausgeklingt, möchte heute aber die Bibelstelle ein bisschen vertiefen. Und zwar, nachdem er sagt, das ist Versuchung, später das ist Anfechtung, das ist Versuchung, nimmt er noch mal ein paar Worte auf. Und diese Worte, diesen Text, den möchten wir jetzt gemeinsam lesen und gemeinsam auch einige Fragmente betrachten. Und zwar, er sagt, wenn jemand dann in Anfechtung oder wenn jemand in Versuchung gerät, wie geht man damit um? Und jetzt in Vers 5 sagt er Folgendes. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht, einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen. Denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Das ist die neue Genfer Übersetzung. Luther übersetzt das ein bisschen anders, aber wir halten uns mal an diese Übersetzung und dann werde ich hier und da mal Luther reinbringen, um gewisse Begriffe ein bisschen anders zu erklären. Und zwar, der Jakobus stellt fest,
Wie können wir heile durch die Versuchung gehen, ohne zu sündigen? Wie können wir als Sieger durch die Anfechtung gehen? Und die Antwort lautet ganz, ganz eindeutig: durch Weisheit. Und das möchte er jetzt prägen. Diesen Gedanken möchte er jetzt den Christen, sprich auch uns heutzutage, mitgeben und beibringen. Er möchte, dass wir die Weisheit in erster Linie von Gott erbeten. Ich habe hier einige Punkte. Weisheit kommt aus dem Gebet. Also, Jakobus schreibt ganz deutlich: Leute, wenn ihr durch die Versuchung, wenn ihr durch die Anfechtung heile durchkommen wollt, dann müsst ihr beten. Und es genügt nicht einfach so ein bisschen nebenbei: ach lieber Gott, bewahre mich heute an diesem Tag. Es ist ein Sonntag, die Möglichkeiten einer Versuchung sind da, bewahre mich. Das genügt nicht. Er bringt hier ein paar Worte hinein, die wirklich schwerwiegend sind, indem dass wir anhaltend, dass wir dranbleiben sollen, dass wir beten sollen: Herr, führe uns durch und mach du uns weise und zeige du uns und lenke du uns, weil Gott durch den Heiligen Geist möchte uns führen, uns leiten. Ich habe so oft in meinem Leben gebetet und für das Leben meiner Kinder: führe uns nicht in Versuchung, denen wir nicht standhalten können. Gott weiß ja ganz genau, wo wir scheitern, wo wir fallen, wo wir zu schwach sind und wiederum, wo wir am Ende als Sieger dastehen. Und dann haben wir wieder 1 Zentimeter Wachstum gewonnen. Gott weiß es. Und diese Weisheit ist in ihm. Jakobus schreibt: Weisheit ist eine Gabe von Gott. Alle guten Gaben kommen von Gott. Eine Gabe von oben. Also, wer von oben etwas empfangen will, der soll es auch von oben, ich sag mal, einfordern. Einfordern meine ich wirklich: Herr, schenk mir Weisheit, deine Weisheit. Und dann bleibe ich bei Gott. Es ist menschlich, wenn wir dann sagen: okay, lieber Gott, ich habe jetzt gebetet, bewahre mich an diesem Tag, Amen. Und dann gehe ich zum Nachbar oder zur Nachbarin und dann wird erstmal geredet: was soll ich machen? Und wir kriegen manchmal so viele menschliche Beispiele oder menschliche Vorschläge und das Ende ist nicht gut. Das ist menschlich. Es ist viel weiser. Es ist wirklich viel weiser. Wir gehen nochmal und nochmal und nochmal in die Stille. Und in der Stille kriegen wir eine Erkenntnis. Und mit dieser Erkenntnis handeln wir dann. Und wenn diese Erkenntnis gefüllt mit Frieden ist, mit Ruhe ist, auch wenn die Nachbarschaft sagt, auch wenn die Freunde sagen, auch wenn andere sagen: was machst du da? Aber du hast einen tiefen Frieden. Es ist zur Zeit dran. Dann kannst du auch siegreich durch die Zeit der Anfechtung oder durch die Zeit der Versuchung hindurchgehen. Also bleib dran, bete und dann wird es dir von oben gegeben werden. Ein weiterer Begriff, der mir ganz wichtig ist, hier reinzubringen: Gott gibt es gerne, NGÜ-Übersetzung sagt, ohne Vorbehalte. Luther spricht von Schelten, also von Tadeln. Gott scheltet nicht, Gott tadelt nicht. Gott blamiert niemanden. Was ist die Situation? Du gehst in eine Situation hinein, du kannst nach links, du kannst nach rechts eine Entscheidung treffen. Und wir entscheiden uns manchmal nicht so ganz klug, also so geht es mir manchmal. Wir machen manchmal Dinge, die wirklich nicht ganz klug sind. Eigentlich sind wir schon 3 Schritte zu weit gegangen. Weg von Gott, nicht näher, sondern weg von Gott. Und wir ernten schon manchmal so die ersten negativen Gefühle, Früchte. Und in dieser Situation, wenn wir dann zu Gott kommen, sagt Jakobus, es gibt bei Gott kein Schelten, keine Schimpfe. Bei Gott gibt es kein Tadel. Sondern in jeder Situation, wo du steckst, egal wie weit du schon gegangen bist, halt an und flehe zu Gott und er holt dich raus. Und er gibt die Weisheit. Und er führt dich durch die Situation. Er schenkt dir Kraft und Disziplin, durchzugehen. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Gott tadelt nicht. Gott macht keine Vorbehalte. Ja, du bist jetzt so weit gegangen, du hast jetzt das und das und das verbockt. Selber schuld, sieh zu, wie du klarkommst. Nein, die Bibel spricht, Gott schilt nicht. Gott hat keine Vorbehalte. Ich kenne einen Mann, der hatte Probleme, ernste Probleme mit Pornografie. Und dann sagte ich: Mensch, bekenn es und werde frei. Und er sagte mir einen Satz, den werde ich nie vergessen. Er sagte:
Ich habe Angst, wenn ich mich Gott öffne, dass Gott mich nachher blamiert. Ich habe Angst, wenn Gott das hört von mir, mit welchen inneren Problemen ich zu kämpfen habe, dass er mich nachher blamiert oder öffentlich bloßstellt, öffentlich zur Schau stellt. Was für ein Blödsinn. Das ist typisch teuflisch, menschlich, niedrig, satanisch. Was sagt Jakobus? Gott vergibt, Gott führt, Gott gibt, ohne zu schelten, übersetzt Luther. NGÜ sagt, ohne Vorbehalte. Er tadelt nicht, er blamiert nicht. Deswegen, in jeder Lage, wo wir stehen, ist es unsere höchste Priorität und Disziplin, zu stoppen und zu sagen, Gott, gib mir diese Weisheit. Und Gott wird sie uns geben. Warum? Weil wir diese Erhörungsgewissheit haben. Und zwar, wir sehen hier ganz klar, er sagt, Jakobus schreibt, wer Gott bittet, der wird auch empfangen. Aber er bitte nicht so, so Gott ungefähr, ich glaube, es könnte vielleicht, sondern er bitte beständig, er bitte im Vertrauen. Und das ist der springende Punkt. Glaubst du, vertraust du, dass allein diese Adresse dir jetzt helfen kann? Oder sagst du, ach, wenn das nicht hilft, dann gehe ich nach dahin, dann spreche ich mit denen, dann habe ich noch die Variante oder die Option. Nein, es gibt keine zweite Option, sagt Jakobus, sondern er setze alles auf eine Karte. Er setze alles auf einen Namen und Jesus wird ihm helfen. Diese Erhörungsgewissheit, die dürfen wir haben, die wird Gott uns geben, wenn wir wirklich alles auf diesen Namen Jesus setzen. Und er wird uns da durchführen und er wird uns dann auch wirklich im Namen Jesu Kraft schenken. Also, wer das nicht macht, wer nicht auf den Namen, auf den einen Namen setzt, sondern zweifelt, da schreibt Jakobus weiter. Und er sagt, Zweifler haben zwei Seelen. Also vom Griechischen die Begriffe, die dort verwendet werden, da heißt es, ein Mann, ein Mensch, ein Gläubiger, der zweifelt, der trägt in sich zwei Seelen. Das heißt also, andere Übersetzungen sagen, der ist in sich geteilt. Und zwar, ja, Gott könnte mir helfen, ja, ich glaube, das wäre gut. Und auf der anderen Seite, ach, doch nicht so schlimm, ach, doch nicht so wichtig, ach, das kann man auch so machen. Und jeder Mensch, so sagt Jakobus, der in sich diese zwei Seelen trägt zwischen, ach, ist doch nicht so wichtig, vielleicht doch ein bisschen wichtig und dann doch nicht so wichtig, dieser Mensch wird von Gott wie viel bekommen? Nichts. Null. Nichts. Warum? Weil das ist so, ja, will ich, ich glaube, es ist mir ein bisschen ernst und dann wieder doch nicht so ernst und dann, ich kann es auch anders klären. Und dieses Problem, das tadelt Jakobus und er sagt, ihr Lieben, wenn ihr was beständig, wenn ihr was konzentriert von Gott bittet, so werdet ihr das bekommen. Punkt. Eine klare Ansage. Wer aber rumeiert, weiß nicht so richtig, will ich nicht, eigentlich meine ich es ernst, dann wieder nicht ganz so ernst, eigentlich ist es mir wichtig, dann nicht so wichtig, dieser Mensch wird nichts bekommen. Ich kenne ein Thema bei uns privat im Hause. Seit 15 Jahren reden wir immer wieder mal, sollen wir unsere Küche öffnen oder nicht. Seit 15 Jahren. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und was so interessant ist, ich bin ein unglaublich sachlicher Mensch. Und wenn meine Frau was sagt und ich meine und sehe, dass es ihr ernst, dann zündet in mir etwas und das kriegt sie dann auch. Schneller, als ihr es glaubt. Das ist eine sachliche Natur in mir. Wenn ich aber höre, erst recht so eine Wand rausreißen, das mache ich mit links. So, wenn ich aber höre, sie sagt am Montag, ich glaube, ich will die Wand raushaben. Dann fange ich an, zu scharen. Wer mit wem könnte ich jetzt und welches Werkzeug und so weiter. Wenn wir dann am Dienstag darüber reden, du, ich glaube, das machen wir doch nicht.
Es hat doch Vorteile, ne? Es hat doch Vorteile, so, wir sind hier, wir sind für uns, die Kinder sind da, beziehungsweise wenn Gäste, wenn Kinder und so weiter. Ich glaube, ich lasse die Wand drinnen. Und seit 15 Jahren geht das Thema alle paar Monate so und dann alle paar Monate so. Die letzte Tendenz ist, ich muss sie nächstes Jahr rausreißen. Das ist die letzte Tendenz und mal schauen, ob es dann auch dabei bleibt. Tatsache, was ich wirklich im kleinen Format in mir selbst erlebe, wenn meine Frau so ein bisschen zweifelt, nicht so ganz bestimmt will, ehrlich gesagt, in mir zündet nichts. Ne, so. Wenn sie aber was richtig will, dann fange ich an. Wirklich, das ist geregelt. Und das ist natürlich ein kleines Beispiel, aber ich glaube, bei Gott sieht es genauso und doch in anderen Dimensionen aus. Wenn wir wirklich zu Gott kommen und sagen, Gott, ich bin dein Kind, ich bin deine Erstgeburt, wie er das paar Verse weiterschreibt. Ich will das haben und es ist dein Wille, dann gib es mir. Ich will durch diese Phase als siegreich durchgehen. Ich will als Sieger am Ende dastehen. Ich will nicht als Versager dastehen. Deswegen schenk mir Weisheit, schenk mir Kraft, schenk, dass ich das wirklich durchstehe. Schenk mir Disziplin, schenk mir Mut oder was immer wir nötig haben. Und dann wird Gott es uns geben und wir führen den Lob zurück und sagen, Gott hat es gegeben und Gott die Ehre dafür. Also ein Zweifler ist in seinem Lebenswandel unbeständig. Das heißt also, wenn ein Mensch heute will, morgen nicht will, heute lerne ich, morgen lerne ich nicht, heute will ich arbeiten, morgen will ich nicht arbeiten, heute studiere ich, dann wieder nicht studieren. Ich meine, es ist im gewissen Sinn normal, wenn Teenager und junge Leute nicht ganz wissen, was sie wollen, aber wenn Erwachsene durchs Leben gehen und mal hi, mal hot und so weiter, es ist echt kompliziert. Und das sagt Jakobus, es ist nicht gut, wenn Menschen so zweifeln. Ihr ganzer Lebenswandel ist auch unbeständig. Ich möchte weitermachen mit dem Text und einige Passagen betrachten, die Paulus dann noch ergänzend dazu bringt. Und zwar möchte ich ab Vers 19 weiterlesen. Könnt ihr für mich dann jetzt weiterklicken? Ich werde dann lesen und ihr klickt dann weiter. Ne? So, es geht hier zu meinem Abschnitt, sehr, sehr praktisch, wo Jakobus sagt, ihr lieben Gläubigen da draußen, bitte hört euch nicht nur Gottes Wort an, sprich, hört euch die Predigten nicht nur an, sondern setzt sie um. Das Problem war, sie haben vieles gehört und entwickelten ihren eigenen praktischen Glaubensstil. Und Jakobus sagt, nein, 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 nicht eigenen entwickeln, sondern das, was das Wort lehrt, das soll auch in der Praxis gelebt werden. Und nicht jeder denkt sich sein Teil und baut sich irgendwas, bastelt sich irgendwas zusammen. Vers 19. Denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht, ehe er zornig wird. Denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was Gott recht ist. Deshalb legt alles ab, was euch beschmutzt, alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist, und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde und die Kraft hat, euch zu retten. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemandem, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet. Und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Wir haben hier
einige klare Ansagen. Und zwar die erste Ansage ist, schnell zum Hören. Also, das Einzige, wo wir schnell sein sollen, ist beim Hinhören. Und ich glaube, Hinhören ist eine der wichtigsten Disziplinen in einer Beziehung. Ich weiß, als ich damals an der Akademie für christliche Leiterschaft studierte, uns wurde das so eingetrichtert. Leute, als Führungskraft musst du hinhören, weil wir als Leiter, wir möchten immer reden, immer Befehle erteilen, immer irgendwie kommandieren und so weiter. Aber es ist viel wichtiger, dass wir das Hören, das Zuhören lernen. Und das muss gelernt werden. Und ich weiß, wie der Lehrer dann vorne an der Tafel stand und malt einen Strich, sagt er, hier redet der andere. Dann macht er eine Pause. Sagt er, und diese Pause musst du jetzt aushalten. Und dann macht er einen anderen Strich und sagt er, hier kannst du reden. Weil ganz viele von uns sind so geneigt, der andere fängt an zu reden und wir glauben, wir wissen, was er sagen will. Und während er noch redet, fangen wir schon an zu antworten. Und das Ganze zerstört die Kommunikation und das Ende des Gesagten ist manchmal, ich weiß nicht, was er gesagt hat. Und ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe, weil er fragt ja eigentlich ganz was anderes. Und von daher ist es eine ganz wichtige praktische Disziplin, stille werden, sich konzentrieren, Dinge zur Seite legen und hinhören. Am besten hinschauen, hinhören. Und wer sich so Zeit nimmt, um mit dem anderen zu reden, der wird sein Herz verstehen. Der wird verstehen, wie er tickt. Der wird verstehen, was ihn bewegt. Der wird verstehen, was er will. Wo sind seine Probleme, eventuell Zweifel und so weiter. Wer aber nur schnell antwortet, der hat Probleme. Es gibt eine tolle Geschichte. Ein kleiner Junge hatte eine Mama, die gerne mehr redet, wahrscheinlich als zuhörte. Und irgendwann mal packte der Junge so das Gesicht der Mama und sagte so, konzentriert, Mama, hör mir mal zu. Ne? Diese Konzentration, alles andere ablegen, nicht reden, zuhören, ist eine Disziplin, die wir alle lernen müssen. Schalte Ablenkungen aus, ab, sprich Handys, also Telefon in dem Sinne oder Fernseher oder irgendwas anderes, was dich ablenkt und konzentriere dich. Und wenn du von Gott was bekommen willst, dann musst du alles abschalten, dich konzentrieren, mit der Bibel in der Hand und wirklich hinhören. Und dann wirst du Antworten kriegen. Du wirst verstehen, was Gott sagen will. Man sagt, in der Ehe ist das Problem Nummer eins die falsche Kommunikation. Das heißt also, der eine redet von irgendwas, der andere von irgendwas anderes und die Kommunikation unter denen passt nicht. Das ist das Problem Nummer eins in der Ehe. Die haben es nicht geschafft, eine vernünftige Ebene aufzubauen, wo sie miteinander reden, kommunizieren und zuhören. Das ist also ganz, ganz wichtig. Ich habe das schon 100 Mal erzählt, sage ich es noch einmal. Als ich vor Jahren merkte, ich bin nicht der größte Zuhörer, da musste ich mir irgendwie eine Lösung schaffen. Und ich habe es so gelöst, dass wir in der Küche dann so eine Bank haben. Und diese Bank, die ist manchmal bequemer gewesen, manchmal weniger bequemer gewesen. Da liegen 2, 3 Kistchen. Und nach dem Frühstück, das ist mein Lebensstil, nach dem Frühstück kann ich dann halbe Stunde, 30 Minuten, 40, 50 Minuten mit Olga dann, nachdem wir gefrühstückt haben, miteinander reden, miteinander beten, miteinander austauschen. Und meistens höre ich dann zu. So, das ist mein Lebensstil. Also ich höre abends eigentlich nie zu. Abends kann ich nicht zuhören, will ich nicht zuhören. Wenn ich abends nach Hause komme, kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen, dann noch irgendwelche tiefe, große Gespräche oder einfach zuhören, was Olga so alles bewegt. Aber morgens, das ist so, wie gesagt, mein Leben, da lege ich mich nach dem Frühstück dann so ein bisschen auf die Seite und kann locker zuhören. Dann kann auch das Büro warten und andere Dienste können warten. Ich höre jetzt zu. Und Olga hat viel zu erzählen und ich höre manchmal länger zu. Früher, als ich viel unterwegs war, noch mehr als jetzt, dann erzählte sie mir von Kindern, von Nachbarn, von dem, von Familie, von Sippe und ich hörte mir alles an. Ich habe gesagt, nur tragische Dinge darfst du mir nicht erzählen, weil ich bin da dann, wenn ich so viel unterwegs war und nach Hause komme, da bin ich ein bisschen zu sensibel. Deswegen sagte ich dann, schwierige Dinge sprechen wir nicht an, nur schöne Sachen.
Wenn ich ein paar Tage zu Hause bin und wieder ein bisschen abgehärtet bin, dann können wir über Trauriges, über Schlimmes reden und so weiter. Aber momentan nicht. Wichtig ist, ihr Lieben, egal wie ihr das regelt, aber regelt das Zuhören. Das Zuhören mit euren Partnern, mit euren Geschwistern und vor allem aber regelt euer Zuhören mit Gott. Es ist eine Disziplin und das muss gelernt werden. Und Jakobus schreibt ganz klar, sei schnell zum Hören, langsam zum Reden. Was will er damit sagen? Bevor ihr irgendwas redet, denkt einmal nach, denkt zweimal nach, denkt dreimal nach und meinetwegen denkt viermal nach. Ganz einfach, denkt erstmal nach. Es gibt ja so verschiedene Filter, das, was du sagen willst. Ist es wichtig, stimmt das, ist es eine Lüge, ist es ein Tratschen und so weiter. Lass es wirklich durch die Filter durch, überleg. Und dann sprich es aus und das wird, wow, eine Wirkung haben. Und das meint Jakobus, wir als Christen, wir müssen diese Wirkung erzielen im Namen Jesu, dass wir dann auch Dinge aussprechen mit Macht, mit Inhalt, mit Kraft. Und dann geht er weiter und sagt, seid langsam zum Zorn. Hier geht es nicht um einen zornigen Zustand, so ein bisschen so Emotionen, sondern er will damit sagen, seid nicht leicht aufbrausend. Das will er damit sagen. Dieses Wort Zorn ist so übersetzt, so ein deutsches schweres Wort. Aber hier ist eigentlich die Betonung, seid nicht leicht aufbrausend. Also wenn ihr in euch so einen Ärger empfindet, ne, dann lasst diesen Ärger nicht weitergehen, sondern kontrolliert diesen Ärger. Jesus war ärgerlich über Dinge, die nicht passten und das ist keine Sünde. Aber wenn wir diesem Ärger Raum geben und wenn dieser Ärger dann plötzlich andere Worte bekommt, ärgerliche Worte und plötzlich Gefühle dazu sich paaren, dann haben wir Haufen Zeug geredet und leider, leider haben wir andere verletzt, enttäuscht und gedemütigt. Und das ist nicht gut. Deswegen meint Paulus, unser menschlicher Gemütszustand soll nicht aufgeregt sein, aufbrausend sein, sondern wir sollen chillen. Was ist die Frucht des Geistes? Frieden. So diesen Frieden, diese Ruhe, das soll die Grundlage unseres Lebens sein und nicht hibbelig sein, nicht irgendwie so stressig, aktiv oder irgendwie in einigen Sachen durcheinander. Das ist das, was Paulus sagen soll. Der gläubige Mensch an Jesus Christus, er ist ein guter Zuhörer, er ist einer, der weise redet und nicht dummes Zeug redet, denn Worte können unglaublich viel aufbauen oder zerstören. Und er ist einer, der nicht leicht aufbrausend ist, der seine Gefühle im Griff behält. Es gibt ja in Galater 5 eine Aussage, die Frucht des Heiligen Geistes ist Geduld. Und diese Geduld vom Griechischen wird in zwei Kategorien geteilt. Eine Kategorie, die Frucht des Heiligen Geistes ist, wenn wir unseren Charakter im Griff halten. Das heißt also, wenn uns was widerfährt oder gesagt wird, wir erleben was, dass wir nicht gleich zünden und hochgehen. Das ist die Frucht des Geistes Geduld. Aber die andere Ebene ist dann, wenn wir in schweren Zeiten, in tragischen Zeiten, diese Standfestigkeit haben und mit Gottes Hilfe da durchgehen. Und am Ende sind wir stärker, am Ende sind wir gesegneter, am Ende sind wir reifer, wie Jakobus es schreibt. Damit wir das leben können, also gut zuhören, langsam reden und langsam zum Zorn sein können, damit wir das leben können, gibt auch ein paar praktische Ansagen. Das Erste, was er sagt, zieht aus die Unsauberkeit und die Bosheit. Er möchte sehr, sehr, sehr konkret erleben, dass die Christen etwas ausziehen. Und das Wort, das er hier gebraucht, legt ab oder zieht aus, das Wort, das ist ganz einfach hier, ein dreckiges Hemdstück, irgendein dreckiges Klamottenteil, das wir anhaben und dann sagen wir einfach, zieh es aus. Wer praktisch arbeitet und dreckig wird und manchmal heißt es dann, zieh es aus oder klug sind wir, wenn wir es dann ausziehen und so weiter. Das ist doch logisch, oder? Genauso sagt Jakobus, ihr habt in eurem Leben einige Dinge gesammelt, die dreckig sind, die schmutzig sind, die falsch sind.
Und diese Dinge müsst ihr ausziehen. Das heißt, ihr müsst sie von euch tun. Denn wenn ihr mit diesem Müll, mit diesem Dreck weiterlebt, werdet ihr nicht von Gott die Weisheit bekommen. Werdet ihr nicht die Kraft bekommen, Gottes Willen zu tun. Dann werdet ihr nicht geduldig bleiben, sondern ihr werdet euch unwohl fühlen. Und wenn sich jemand innerlich unwohl fühlt, der fährt hoch wie eine Gestochene manchmal. Ne? Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir dort ansetzen und sagen, wir legen ab. Was ist Unsauberkeit? Die russische Übersetzung spricht von ungöttlichem Wesen. Luther übersetzt Unsauberes oder Unsauberkeit oder ungöttliches Wesen. Also, wir müssen überlegen, was ist göttliches Wesen? Liebe. Ungöttliches Wesen wäre dann Egoismus oder sogar Feindschaft. Was sollen wir ausziehen? Egoismus. Was sollen wir ausziehen? Gott ist Geduld. Wir sind ungeduldig. Die Ungeduld sollen wir abgeben. Es ist ganz wichtig, dass wir uns da Gedanken machen. Was macht uns dreckig? Die Ungeduld vielleicht? Vielleicht sind wir hibbelig und dadurch stressen wir unsere ganze Familie, unser Haus. Wir müssen diese Ruhe bekommen, in die Ruhe Gottes hineinkehren und das andere ausziehen. Oder Gott ist großzügig. Gottes Wesen ist Großzügigkeit. Dieses Unsaubere in dir kann dein Geiz sein. Es kann gut möglich sein, dass wir bei Steuererklärungen immer aufs Maximale pokern und wenn es um die Spende geht, um den Zehnten, aufs Maximale minimisieren alles. Wir haben mathematische Probleme. Bei Einnahmen rechnen wir hoch, bei Ausgaben rechnen wir runter. Das sind typische ungöttliche Wesenszüge. Wer nicht echt ist, wer eventuell mit der Lüge spielt, und wir sind alle betroffen, der lebt in unsauberen Sphären. Und da ist es die Frage, wie klärst du was in deinem Leben? Und ich bin mir sicher, so manch einer von uns könnte dort und dort und dort ein bisschen anders handeln und es würde ihm danach besser gehen. Also, die Bibel sagt, legt ab die Unsauberkeit und die Bosheit. Bosheit ist einfach Schlechtigkeit. Es gibt tatsächlich Menschen, die sind einfach schlecht, die sagen, ach, das ist mir egal. Wie ist es dir egal? Das ist doch dein Bruder, das ist doch deine Schwester, das ist doch irgendein Nachbar oder die brauchen deine Hilfe, deine Zeit, deine Aufmerksamkeit, deine Stunde oder deine paar Minuten oder deine paar Muskeln. Wie ist es dir egal? Ach, das ist mir egal. Und diese Egalhaltung, diese Gleichgültigkeit, ist mir egal, was da passiert. Ist egal, wenn der zusammenbricht und so weiter. Das ist eine gewisse Boshaftigkeit in uns. Und Jakobus sagt, legt das ab, zieht diese Klamotten aus. Seid nicht so gleichgültig, sondern nimmt etwas an. Und er sagt, anziehen, ich habe das jetzt das Wort anziehen gebraucht, das Anziehen, das Wort mit Freundlichkeit, das Wort ist eigentlich die Bibel, würden wir heute sagen. Früher gab es ja viele Schriften und die Leute wussten, das sind die Worte Jesu. Und das ist das, was Jesus lehrt. Und die haben das gelesen, dieses Wort aufgenommen und danach sollten die auch leben. Also anziehen das Wort mit Freundlichkeit. Es ist ganz wichtig, dass wir uns ernähren mit dem Wort Gottes. Und es genügt nicht, wenn wir nur ab und zu mal uns da Gedanken machen, sondern eine gewisse Verbindlichkeit wäre schon hilfreich und das wäre schon sehr, sehr wichtig, um geistlich zu kommen. Wenn wir weiter dieses Wort Freundlichkeit oder Barmherzigkeit oder Sanftmütigkeit nehmen, das ist die Frucht des Heiligen Geistes. Die Frucht des Heiligen Geistes ist Freundlichkeit. Was macht die Freundlichkeit im Leben? Die Freundlichkeit geht immer vor uns und ist immer ein Türöffner. Wenn ein brummiger Mensch durchs Leben geht, vor ihm werden die Türen immer zugeknallt, weil er brummig ist. Leute sehen ihn, knallen die Türen zu. Wenn du aber ein offener Mensch bist, freundlicher Mensch bist, wenn die Frucht des Geistes, diese Freundlichkeit in dir durch die Augen, durch dein Leben, durch dein Gesicht zu sehen ist, dann öffnet es dir die Türen. Und von da ist es ganz wichtig, dass wir überlegen, das Wort Gottes, wenn es in uns lebt, wenn es in uns wirklich Gestalt annimmt, das wird uns dann entwickeln zur Freundlichkeit und wir werden dann das auch leben können. Und dieses Wort ist nicht nur Freundlichkeit, sondern die Bibel sagt ganz klar, das Wort hat Kraft
um euch zu retten. Und ich finde das so gewaltig. Dieses Wort Gottes hat Kraft, um euch zu retten. Und hier geht es nicht nur um ein bisschen Erretten aus irgendeiner Situation, kleiner Versuchung, sondern an dieser Stelle sagt er, das Wort Gottes, die Worte Jesu, die unter euch gepredigt worden sind, diese Worte Jesu können euch bewahren vor dem zukünftigen Zorn Gottes, und das ist das Gericht. Diese Worte können euch bewahren vor der Hölle, sprich rausholen aus der Hölle, denn der Mensch von Natur aus ist verdammt für die Hölle, leider, durch die Sünde, sondern durch diese Worte holt euch raus und stellt sie neben Jesu. Und Jesus ist dann der Retter. Und genau das sagt er hier. Er sagt, dieses Wort, das nicht nur, also zieht an, nicht nur das Wort, das freundlich macht, sondern das Wort Gottes, das hat Kraft, euch zu retten. Das heißt also, das Wort Jesu, wer das in sein Leben aufnimmt und wer dem Gehör schenkt, das Wort wird dich retten. Erretten vor dem zukünftigen Zorn Gottes. Erretten vor der Hölle im Klartext. Erretten und in eine Position mit Jesus Christus stellen. Und eines Tages werden wir mit Jesus Christus leben, regieren und herrschen. Und es ist so schön zu wissen, wir werden mit ihm im neuen Jerusalem laut der Bibel sein und leben. Und Jakobus sagt, wer also das Schmutzige auszieht, wer also die Freundlichkeit durch das Wort Gottes anzieht, wer das Wort Gottes wirken lässt, der wird Veränderung erleben. Wer das Wort Gottes aber, ich sag mal ganz einfach, leichtsinnig nimmt oder so ein bisschen reingeschaut, gelesen, alles klar, weiß ich schon, kenne ich schon, so ein bisschen oberflächlich, ne? Bisschen gelesen, aber na, nicht so ganz wichtig, so, nicht so ganz ernst genommen, ne? Nicht so ganz umgesetzt, ne? Da sagt er Folgendes, er vertieft das Ganze und sagt, seid aber Täter des Wortes, ne, wirklich, nicht nur oberflächlich hören, ja, ich war im Gottesdienst, habe gehört, oder ja, ich habe die Bibel gelesen, ja, ich habe den Text gelesen, sondern hast du gelesen, hast du dich unter das Wort gestellt und dann änder dein Leben, änder deine Prioritäten und der Heilige Geist wird dich begleiten und helfen. Änder deine Gewohnheiten. Wer seine Gewohnheiten nicht ändert, der wird genauso weitermachen und der wird ernten genau die gleiche Frucht. Und das wollen wir nicht. Wir wollen ja eine neue Frucht ernten. Und eine neue Frucht, die wir ernten wollen, ist, indem wir das Wort Gottes wirklich leben lassen in uns. Indem wir unsere Prioritäten, indem wir unsere Ziele, indem wir unsere Haltung und so weiter umstellen. Ich möchte ein paar kurze Lebensbeispiele bringen aus meinem Leben. Vor etwa 26 Jahren mussten wir uns entscheiden, welchen Lebensweg gehen wir. Wir glaubten, Gott führt uns in die Mission. Und wie gehen wir weiter? Adrian war schon geboren und einige Zweifel in Bezug auf unsere Zukunft sind hochgewachsen. Wir wollten nach Australien, wir haben nie ein Visum dafür bekommen und so war der Plan so ein bisschen gescheitert. Auf jeden Fall wurden wir dann sehr stark eingeladen, gezogen nach Russland und ich wollte gar nicht dahin. Und dann sagte ich, Gott, ich will, dass du zu mir sprichst. Und ich habe dann wirklich sehr oft und sehr viel die Bibel genommen und ganz alleine gelesen. Gelesen und gesagt, Gott, du alleine kannst mich berufen, weil danach werde ich meine ganze Lebensprioritäten und Ziele und Berufung und so weiter umstellen. Und so habe ich gelesen, gebetet, Tage, Zeiten, Wochen vergingen. Und irgendwann mal kam ich auf Apostelgeschichte 7, 34, so dieser Abschnitt. Da geht es um Stephanus, er sollte gesteinigt werden, als erster Märtyrer später sterben. Und er spricht nochmal die letzten Worte, mitunter spricht er über Mose beim Busch. Und dann sagt er, als Mose zum Busch kam, sprach Gott zu ihm, Mose, komm her, ich will dich zurück nach Ägypten senden. Ich habe diese Worte gelesen, ganz normal so Bibel gelesen. Als ich gelesen habe, ich will dich zurück nach Ägypten senden, da merkte ich, wie so ein Funken
irgendeine Energie, irgendwas passierte mit mir, so, irgendwas passierte da. Und ich merkte, da war was. Und ich habe wieder gelesen, Mose, ich will dich zurück nach Ägypten senden. Und in meinem Kopf ist die ganze Zeit, Rudi, ich will dich zurück nach Russland senden. Ich wollte nicht nach Russland. Auf jeden Fall, lange Geschichte kurz gemacht, wir haben gesagt, auf dieses Wort legen wir unser Vertrauen und unsere Entscheidungen. Und daraufhin haben wir dann CFI gegründet. Und daraufhin haben wir dann gesagt, wir bauen unser Leben nach dieser Entscheidung. Und mein Leben lang ist begleitet von diesem Wort. Es gab eine Situation, da habe ich ernst gebetet, Herr, was soll ich in der Gemeinde machen? Was soll ich in der Gemeinde machen? Ich wollte irgendwie helfen. Es war 98, 99, 2000, schwierige Zeit hier in der Gemeinde. Es gab Konflikte, Spannungen. Auf jeden Fall, Februar 2000 habe ich gebetet, Herr, ich will deinen Willen erkennen. Ich bin Missionar, ich bin sehr viel weg, aber was soll ich tun? Und da erlebte ich eine klare, klassische innere Berufung. Geh nach Hause, melde dich bei den Ältesten und sag, du willst mitarbeiten. Und ich habe so eine klare Berufung verspürt und so einen tiefen Frieden danach, dass ich gesagt habe, ich mache es. Ich bin nach Hause gekommen, wir haben das den Ältesten gesagt, der Gemeinde gesagt, und so bin ich dann in die Gemeindeleitung gekommen, in die Ältestenschaft. Auf jeden Fall, die ersten Jahre waren sehr schwierig. Und dann habe ich gesagt, irgendwann, als es so schwierig wurde, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe wirklich keinen Bock mehr. Aber Gott, du hast mich berufen, du sollst mich abberufen. Und dann liest er die Bibel so mit den Fragen, Gott beruft, Gott kann wieder abberufen. Und dann kam ich einmal an einer Situation bei Kolosser. Da geht es um den Archippus. Archippus war der zweite Gemeindeleiter in Kolossea. Auf jeden Fall, er hatte keinen Bock, er ist weggelaufen. Hat die Gemeinde im Stich gelassen. Und Paulus schreibt und sagt dem Archippus, sieh auf das Amt, das du empfangen hast, dass du es zu Ende ausführst. Und ich habe das Wort gelesen und das hat mich so gepackt, dass ich gesagt habe, ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Ich mache weiter. Und ich habe dann wirklich das, was ich gehört und verstanden habe, dann habe ich wieder alle Kraft zusammengepackt und gesagt, ich mache weiter. So, und auf diesem Vers habe ich dann meine Lebensprioritäten wieder umgestellt und bin weitergegangen. Was mir ganz wichtig ist zu betonen, Gott führt, Gott leitet. Aber wenn wir sagen, ich bin nur ein Hörer und nachher unsere Prioritäten nicht umstellen, da bleiben wir irgendwo hängen, wir treffen Entscheidungen, wir beraten uns mit Menschen, wir kriegen alle möglichen Aussagen und so weiter. Das ist zu wenig. Tatsache ist, Jakobus schreibt, wenn ein Mensch die Bibel öffnet und da reinguckt, so ungefähr, und dann sagt, alles klar, meine 10 Minuten sind rum, Bibel zugemacht. Dienst oder Pflichterfüllung erledigt. Dann geht er raus und lebt er wieder wie gewohnt. Seine Gewohnheiten haben sich nicht verändert, sein Denken hat sich nicht verändert, sein Reden hat sich nicht verändert. Er sagt, dieser Mensch gleicht einem, der in den Spiegel schaut, geguckt, geht so. Geht wieder weg und schon vergessen. Schon vergessen, dass hier noch ein bisschen Nutella dran war, schon vergessen, dass da noch einiges und so weiter. Paulus sagt, das ist nicht gut, das ist falsch. Und dann gibt er uns ein gutes Beispiel, nämlich er sagt, Vers 25, wer beim Hineinschauen verharrt, also nicht ausharrt, ne, sondern wer beim Hineinschauen verharrt, wird glücklich oder selig. Später sagt er, weil er in Übereinstimmung mit Gottes Wort lebt. Und dieses Wort hineinschauen und verharrt, da möchte ich ein bisschen erklären. Und zwar vom griechischen Verb abgeleitet, ist es dann, wieso beim Hineinschauen und Verharren, ist es noch so ein Beigeschmack, so ein Verb kommt noch daraus, so sich vorbeugen. Also ganz praktisch ist es so, du hast einen Spiegel und ich mache das so und ich behaupte, alle machen das so. Ich stehe vom Spiegel so, plötzlich sehe ich irgendwas. Ne? Was mache ich automatisch? Stimmt's? Wer macht das auch so? Vorbeugen, ne? Genau dieser Gedanke ist hier. Wer also vor dem Spiegel nicht nur steht, sondern so, warum? Ich will es klarer sehen. Ich will es deutlicher sehen. Ich will wissen, was das für ein
Pickel oder was weiß ich, was für ein Punkt oder was weiß ich ist. Und genau diesen Zustand beschreibt er hier. Also das erste Beispiel ist ein Negativbeispiel. Reingeschaut, weggegangen, vergessen. Aber das zweite Beispiel, wer reinschaut und wer sich dem nähert, um genauer zu sehen, und wer in dieser Pose ein bisschen genauer hinschaut, der wird glückselig. Das heißt nicht, er kommt in den Himmel, sondern er wird glückselig. Und dieses glückselig kann man auch anders übersetzen, dass wir sagen, er lebt in Übereinstimmung mit Gottes Wort. Er lebt nicht so, dass es Sonntag und Montag, Dienstag, Mittwoch ist es ganz anders. Es sind da keine Dissonanzen, sondern er lebt in Übereinstimmung mit Gottes Wort. Und glückselig ist der Mensch, warum? Weil er einen tiefen Frieden hat. Wer nämlich nach Gottes Wort, das, was er versteht, lebt, der wird erfüllt als Ergebnis, die Frucht des Heiligen Geistes, mit einem tiefen Frieden. Und dieser tiefe Friede ist die Grundlage für ein gutes Leben, für ein erfolgreiches Leben, für ein segensreiches Leben, für einen Wohlstand und so weiter. Das heißt also, wer nach Gottes Wort lebt, der wird tiefen Frieden in seinem Herzen, in seinem Leben haben. Die Umstände da draußen werden nicht immer schön sein, aber im Herzen wird der tiefe Friede dominieren. Und dieser Mensch wird sich nachher selig preisen können. In dem Sinne, er wird glücklich sein. Oder wie Luther übersetzt, er wird gesegnet sein. Und das möchte Jakobus uns mitgeben. Dass wir das Wort Gottes studieren, uns damit beschäftigen und dann im Alltag implementieren, anwenden. Und anwenden bedeutet, dass wir unsere Gedanken ändern, unsere Worte ändern, dass wir prüfen, was wir sagen, dass wir unser Verhalten, unsere Gewohnheiten ändern und unser Leben wird am Ende glückselig sein, weil wir in Übereinstimmung mit Gottes Wort leben können. Möge Gott uns wirklich helfen, dass wir das, was wir hören, auch wirklich im Alltag umsetzen. Gott segne euch. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Ich danke dir, lieber Vater im Himmel, für die tollen Worte von Jakobus. Und die Inhalte von ihm sind wirklich wie so eine Strohepistel. Egal wie man sich bettet, egal wie man sich legt, überall zwickt es und zwackt es, überall sticht es zu. Und wir merken, dass wir in unserem Leben einiges aufzuarbeiten haben und einiges zu korrigieren haben. Und ich bitte dich, Vater im Himmel, dass diese Worte nicht nur ausgesprochene Worte sind, nicht nur gehörte Worte sind, sondern dass sie wirklich Frucht bringen, dass unser Leben dadurch glückseliger wird, weil wir uns nach deinem Wort ausrichten, weil wir unseren Alltag und unsere Entscheidungen und unser Leben und unser Inhalt nach deinem Wort ausrichten. Danke dir, dass wir diese Worte gehört haben und macht uns weise in der Umsetzung. Das bitte ich in deinem Namen. Amen.